Willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Letzte Folge war ein bisschen durcheinander, ich weiß. Aber wir haben relativ viel geschafft. Und zwar haben wir alles mehr oder weniger jetzt vorbereitet, um unsere Seematte zu haben. Wir haben eine mobile Fahrzeugstation gebaut. Wir haben entdeckt, dass es auf dem Weg Richtung Rettungskapsel Keen sinnvoll ist, eine Seematte oder ein ähnliches Fahrzeug zu haben und nicht per Hand hinzuschwimmen. Aber ja, das heißt, ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei rum. Wir haben alles für die Seemotte. Wir haben eine mobile Fahrzeugstation in unserer anderen Basis. Das heißt, da machen wir uns jetzt auf dem Weg hin. Und ich habe hier nämlich nur Silikongummi einmal kurz rausgeholt, weil der uns noch gefehlt hat. Und dann können wir auch, ich weiß, es ist aufregend, aber dann können wir endlich eine Seemotte bauen. Und vielleicht neue Abenteuer wagen. So, wo ist denn das Ding? Wo habe ich das denn hingetan? Hier ist es doch. Behälter wechseln. Ja, auf geht's. Ich wüsste ehrlich gesagt keinen Grund, warum man fallen lassen. Baut die sich selber auf? Ist das Ding nicht das, was sich selber aufbaut? Wieso kann ich das nicht? Wieso gibt es die fallen lassen Option? Ich möchte dich nicht schnell zugreifen. Ich will einfach nur... Okay, wir müssen sie scheinbar schnell zugreifen. Scheinbar gibt es keinen anderen Weg, als sie schnell zuzugreifen. Wir bauen ein kleines Fahrzeug. Die Seemotte ist ein schnelles und sicheres Transportmittel. Aber bedenke, dass Schwimmen gut für deine Gesäßmuskeln und dein Endorphinspiegel ist. Schwimmen ist nur gut für deine Gesäßmuskeln, okay? Was meint ihr, wo die ganzen Instagram-Models ihren Booty her haben? Vom Schwimmen. So. Wir? Wo ist denn jetzt unsere Seemotte? Hallo? Haben wir die jetzt? Wo ist denn das Ding? Ist die jetzt in unserem Inventar? Nö. Wird die jetzt hier gebaut? Bin mir nicht sicher. Oh, sie ist da. Einsteigen. Welcome aboard, Captain. Oh! Ja, nice. Ja, auf geht's. Auf geht's zu Keen. Okay, was wollen wir im Schnellzugriff? Wir wollen das Messer. Wir wollen den Scanner. Warte mal, warum können wir... Ich bin mir nicht sicher, warum hier unten bei der Seemotte nichts drin ist. Finde ich voll verwirrend, warum da diese Kreise sind. Aber es ist mir jetzt auch erstmal egal. Wir haben nämlich die Supreme Kapsel. Oh mein Gott, das ist so fantastisch. Wir können einfach durch alles durchgleiten. Wir könnten jetzt hier runter, wenn wir das wollen würden. Okay, wir wollen das nicht. Das ist nämlich, glaube ich, zu tief. Aber wir wollen das irgendwie schon. Oh mein Gott, das ist so fantastisch. Weil hier musste ich nämlich letztes Mal... Warte mal, hier können wir rein? Warte mal, können wir hier rein? Versiegelte Tür aufschneiden. Okay, ich kann die nicht aufschneiden. Ah, ärgerlich. Okay, aber ich habe vorhin so ein Lasercutter-Fragment gefunden. Das heißt, wahrscheinlich brauchen wir das, um die Kapsel dieses Ding aufzuschneiden. Gehe ich mal stark von aus. Wenn diese riesen Leviathane in der Nähe sind, kommen immer die gruseligen Geräusche und ich bin ein ganz bisschen startled, aber sehr faszinierend. Die Biome etwas tiefer sind auch komplett anders als die oberen. Ich würde einfach gerne alle Brocken hier zerhauen, aber das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich will ja hier... Oh, ich glaube, hier ist gerade ein Fisch gegen meine Seemotte geflogen. Oh mein Gott, ich glaube, das ist wirklich tief. Kann ich da... Ich darf so tief, oder? Oh, das ist das ein bisschen scary. Ich habe ein bisschen Schiss. Ja, auch ein bisschen Schiss. Ich glaube, es wird auch gerade Nacht. Wieso wird denn das jetzt Nacht? Können wir da trotzdem hin? Wir sind bald bei Keith. Ey, wieso sage ich eigentlich immer Keith? Ich meine Keen. Oh, wir dürfen nicht hoch. Oh nein. Ist Keen zu tief? Wo ist Keen? Keen. Ich weiß nicht. Oh, ich glaube, Keen ist da unten drinne. Ich glaube, ich kann nicht zu Keen. Wirklich nicht? Warte mal, wir gucken weiter. Ich glaube, Keen ist einfach unter uns. Ich meine... Die Artenvielfalt in dieser Region ist ungewöhnlich niedrig. Leute. Das startelt mich, okay?
Radionachricht, Radionachricht, wir gehen zurück, wir haben eine Radionachricht. Kein bestimmter anderer Grund, aber wir haben eine Radionachricht. Wir sollten die uns auf jeden Fall dringend anhören. Ich bin nicht besorgt, dass hier irgendwelche Monster / Leviathane rumschwimmen, die uns alle fressen wollen. Nein. Absolut nicht. Das ist nicht meine Sorge. Es geht mir einzig und allein darum, dass ich nicht möchte, dass meine Seemotte kaputt geht, weil es auch zu tief ist. Und natürlich auch die Nachricht. Ja, das ist ja mal klar. Ich bitte euch. Ich bitte euch. Was ist das hier für eine Säule? Es ist super cool, aber auch irgendwie übelst beunruhigend. Ich will dieses Ding, okay? Ich will es. Ah! Oh. Das war nur mein Schatten. Hör doch mal auf, so ein kleines Weichei zu sein. Sag ich zu mir selber. Das ist kein böser Leviathan. Der macht zwar Geräusche, aber der ist lieb, okay? Der ist lieb und das ist auch ein Baby. Der hat nämlich noch nicht diese Geschwülste auf dem Rücken, die mir Silber geben. Was ärgerlich ist, weil ich gerne Silber hätte und andere Wertmaterialien wie Diamant, den ich einfach verloren habe. Ich fände es cool, wenn man sich seine Basis auf dem Rücken von so einem Ding bauen könnte und dann einfach so ein bisschen durch die Gegend zieht mit dem. Und man ist so eine Gang, weißt du, so du und dein Boy, keine Ahnung, nennen wir ihn Barry. Du und Barry, ja, ihr seid so. Und, keine Ahnung, du bist so eine fliegende Basis. Ich meine, das ist wahrscheinlich richtig unpraktisch, weil was ist, wenn Barry beschließt, einfach komplett ans andere Ende der Map zu schwimmen? Keine Ahnung, wäre unlucky, aber... wir gehen jetzt hier mal aus der Seamoth raus und hören uns an, was die Nachricht zu sagen hat. Hier spricht die Sunbeam. Wissen Sie, Aurora, wir sind von einem kleinen Transgarf am anderen Ende der Andromeda und wir haben ein Sprichwort. Alles Schlechte hat seine guten Seiten und alles Gute seine schlechten. Weise Worte. Ihnen ist vielleicht viel vom ersten passiert, aber das heißt nur, dass Ihnen etwas vom zweiten bevorsteht. Mir ist tatsächlich... Vielleicht sehen wir das. Wir suchen nach einem Landeplatz, während wir sprechen. Oh, sie suchen nach einem Landeplatz. Sie wollen uns retten. Ja. Mir ist tatsächlich noch nicht so viel Schlechtes passiert. Das ist jetzt beunruhigend. Okay. Ganz kurzer Zwischenstopp. Wir müssen mal was trinken. Sonst kriege ich hier die Krise. Wir nehmen unseren Glubscher, will ich nicht töten. Guck mal, der sieht so süß aus. Die machen auch immer so niedliche Geräusche, wenn die schwimmen. Wir haben so, keine Ahnung, Delfingeräusche irgendwie so ein bisschen. Das ist voll niedlich. Wir nennen ihn Glubschi, weil ich ein kreatives Kind bin. Okay, pass mal auf. Wir haben übrigens schon einen Teil vom Tauchdock, was auch immer das uns bringt. Aber wir haben doch, hatten wir nicht irgendwas freigeschaltet, was uns irgendwas bringen soll? Ich meine, wir hatten irgendwas gefunden. Hier, den Kompass. Für den Kompass brauchen wir Kupferdraht und einen Kabelsatz. Richtig. Kupferdraht und ein Kabelsatz. Wie machen wir einen Kabelsatz, fragt ihr euch vielleicht. Ich frag mich das nicht. Oh, Kupferdraht haben wir sogar. Easy. Gar kein Problem. Wie machen wir denn einen Kabelsatz? Aus Silber. Wir brauchen mehr Silber. Toll, natürlich. Immer brauchen wir mehr Silber. Die sind aber auch gierig auf Silber. Das gibt's ja nicht. Das ist eine Sauerei. Das ist wirklich ekelhaft hier. Dieses gierige Verhalten nach Silber. Oh, das ist, glaube ich, nicht so gut, dass die Seemotte die ganze Zeit an ist. Das ist wie bei einem Auto. Wenn du ein Auto anlässt, ja, und dann läuft die Autobatterie und, ne, dann geht die leer und dann kannst du am nächsten Tag, wenn du ins Auto steigst, nicht mehr mit dem Auto fahren, weil die Batterie das über Nacht leer gesaugt hat. Ist meiner Mutter früher mal passiert, weil ich glaube, mein Bruder und ich innen drin die Lichter angelassen haben und das Ding dann einmal leer war. Ich habe das letztens auch einem Kumpel von mir passiert. Keine gute Sache, falls ihr irgendwann mal ein eigenes Auto besitzen sollte. Bei mir, meinem ist mir das nie passiert, weil ich immer extrem darauf geachtet habe, dass ich, okay, wir können das scheinbar nicht ausstellen, dass ich mein Auto niemals, für immer anlasse. Warte mal, wir sind direkt über so einer Höhle? Oh nein, nicht die Fische! Nein! Die machen so viel Schaden, das ist so eine, warum habe ich denn meine Basis direkt darüber gesetzt? Bin ich denn des Wahnsinns? Hier kriegen wir Höhlenschwefel, ja, Träumchen. Pilze für Batterien brauchen wir eigentlich eh immer. Oh mein Gott, das ist ja voll cool. Warum ist mir das nie aufgefallen, dass wir hier unten sind? Adrige Nessel. Ach nee, ist schon wieder so einer, oder? Warte mal, machen wir mal die Taschenlampe an. Und gucken, was es hier noch so gibt. Oh, das ist ja gar nicht schlecht. Ach, guck mal an. Guck mal hier. Bam. Titan. Bam, bam. Was haben wir noch?
Quarz. Zack. Noch mehr Quarz. Ist die Quarzhöhle? Sind wir über der Quarzhöhle? Wir sind über der... Jetzt. Oh, nein. Doch, wir sind über der Quarzhöhle. Guck mal, hier ist zum Beispiel ein Kreaturenei, aber das will ich nicht, weil es nicht leuchtet. Das ist nämlich ein schlechtes Kreaturenei. Was wir nicht finden, ist Silber. Ja, ganz, ganz großes Kino. Hopp, hopp. Titan. An die Oberfläche, wo der Sonnenaufgang ist, gehen wir nun mit unserer Taschenlampe, die aussieht wie ein Föhn. Und suchen nach Silber. Wieso ist denn hier nirgendwo Silber? Alles, was ich will, ist ein Silber für einen Kabelsatz, für einen Kompass, von dem ich mir noch nicht sicher bin, was er mir bringt. Aber ich glaube, ein Kompass ist einfach immer gut zu haben. Ich meine, wer sagt Nein zu einem Kompass? Wenn er euch angeboten würde, würdet ihr auch sagen, oh, guck mal, noch ein Glubschi. Aber wir brauchen eigentlich nicht noch ein Glubschi. Okay. Shh. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich finde das rote Gras nicht mehr. Wo ist das rote Gras? Ist es denn da unten? Oh, das ist meine Basis. Ich bin so ein Depp. Goddammit. Oh, meine Höhle ist echt groß. Über die ich hier mich eingebunkert habe. Okay, wisst ihr was? Bevor ich jetzt hier weiter in der Gegend rumdörpe, machen wir uns ganz kurz eine neue Batterie. Die wir nämlich gut in unser... Warte mal, können wir überhaupt eine Batterie machen? Wie geht denn die Batterie? Hier mit Elektronik. Damit wir hier unseren Seegleiter wieder aufladen können, weil ich fand das absolut angenehm, mit diesem Seegleiter durch die Gegend zu gleiten und ich weiß nicht, Energiequelle wechseln, zack, und dann nehmen wir einfach mal die andere Batterie, die voll ist und können dann wieder durch die Gegend zwischen, weil das war so cool, so schnell zu sein. Ich weiß, wir haben jetzt die Seemotte, aber es gibt ja auch noch andere Wege. Standard-Tauchflasche haben wir alles schon. Ich glaube, hier können wir tatsächlich nicht so viele Upgrades machen. Wie gesagt, den Kompass, da sehe ich mich. Für Kupfer, für den Kabelsatz brauche ich aber noch ein Silber, was wirklich nervig ist. Das heißt, ich suche jetzt schnell das Silber und dann sehen wir uns wieder. Leviathan. Der Leviathan gibt mir Silber. Der gibt mir Silber. Das sieht so cool aus. Ich meine, es ist so tief, das Ganze. Aber es ist auch so cool. Es ist voll faszinierend. Oh, ich glaube, die Tigerpflanze ist nicht mein Freund. Hast du denn nicht noch so kleine Einbuchtungen? Warum gibst du mir jetzt... Ey! Chill. Yo! Oh, weißt du, der Fisch wird auch angegriffen von der Tigerpflanze. Das finde ich gut. Der verteidigt sich nur. Hier ist so ein Ding, was ich aufmache. Nee, das ist Witherweed. Traitor! Du bist ein Traitor, du doofer Leviathan. Du bist ein Traitor. Oh, weia. Detecting increased foreign bacteria levels in the water. Performing a self-scan is advised. Erhöhtes Niveau fremder Bakterien im Wasser vorgefunden. Ich soll mich selber scannen. Ah, chill! Stirb, mein Freund! Stirb! Okay, wir sollen uns selber scannen. Wir scannen uns jetzt selber. Kleine Mengen fremder Bakterien registriert. Wir sind infiziert. Was soll denn heißen, wir sind infiziert? Wir sind echt nah an der Aurora dran, tatsächlich. Wisst ihr was? Wir machen einfach einen Abstecher. Wisst ihr was? Wir nehmen uns jetzt die Aurora. Es ist mir schnurzepieps egal, ob wir diesen Kompass haben oder nicht. Wir nehmen uns jetzt die Seemotte und wir fahren zur Aurora.
Was soll jetzt noch passieren? Wir sind eh infiziert, was auch immer das bedeuten mag. Ich habe keine Lust mehr nach Silber zu suchen. Ich habe jetzt hier höchst erfolgreich ungefähr 200 Jahre einfach nichts gemacht und verzweifelt versucht, irgendwas zu finden, aber nichts gefunden. Das heißt, bevor ich das jetzt hier noch weiter ausführe, komm, was soll's, ne, was soll's. Wir wollen zur Aurora, vorher wollen wir gerne die Rettungskapsel betreten. Hoppala. Und wir wollen hier ein bisschen Kram ablegen, weil ich ein bisschen Kram gelootet habe. Mal wieder, was ich eh ständig tue. Pilze können weg, den ganzen Kram braucht eigentlich kein Mensch. Wir haben eine Batterie, die leer ist. Absolutes Träumchen. Wir haben einen Haufen Stuff. Wir haben zum Glück Wasser, das heißt, davon trinke ich jetzt auch was. Wir haben einen Essblock, den wollte ich jetzt aber nicht essen. Wir essen jetzt einen Fisch roh. Die kann man nämlich auch roh essen, dann werden die auch nicht schlecht. Und, ja, dann würde ich sagen, auf geht's, oder? Auf geht's in den Kampf. Wo ist denn meine Seemoth? Seemotter meine ich natürlich. Wir wollen das ja hier nicht mit den englischen Begriffen machen, die ich immer researche. Nein, nein. Wir sind ja deutsch. Wir können ja auch deutsch reden. Wer will uns aufhalten? Ich habe hier nämlich noch kleine Vorräte. Wir sollten schon was mitnehmen. Ich will jetzt nicht auf eine Selbstmordmission gehen. Ja, ich bin ja kein Wahnsinniger. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier noch ein bisschen Wasser mit. Packen hier ein bisschen unnötigen Kram raus, wie zum Beispiel eine leere Batterie. Oder auch generell sinnvollen Kram, den wir einfach nicht brauchen. Ich würde hier sogar einfach gerade noch im Wasser trinken. Schlürf. Die machen nämlich das Inventar sonst einfach nur voll. Den Glubschern nehmen wir mit, das Titan packen wir raus. Und dann haben wir eigentlich ein ganz okayes Setup. Hier, guck mal, das kann alles noch weg. Zack, 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 zack. Die Zack. Und Medikits. Ach komm, was soll der Geiz? Wir benutzen einfach mal eins von unseren Medikits, ja? Was soll schon passieren? Und dann... Na komm. Dann machen wir uns auf den Weg. Dann machen wir uns auf den Weg. Zur Aurora. Die Aurora ist in diese Richtung. Hoppala, das ist aber ganz schön flach hier. Nicht aufstoßen. Nachdem Keen so ein Misserfolg war, Fische suiziden die ganze Zeit gegen unsere Seemotte. Wir haben den Strahlenschutzanzug an, also eigentlich kann nichts passieren. Ja? Richtig? Okay, wir gucken jetzt mal. Ich bin in der richtigen Richtung unterwegs. Ich habe das Gefühl, das Ding sieht aus, als wäre es richtig nah dran, aber ist es gar nicht, ne? Ist euch das auch aufgefallen? So nah ist es gar nicht. Hier liegt noch ein bisschen Kram rum. Ich kann nicht die ganze Zeit aussteigen, um zu looten. Es geht zu weit. Ich will aussteigen, um looten. Nein, es geht zu weit, Ronja. Hör auf! Okay, wie kommen wir denn überhaupt in die Aurora rein? Oh Gott, hier ist... Okay, nee, Entschuldigung, aber ich muss jetzt hier raus. Hier ist zu viel, um's nicht zu looten. Was ist denn hier zum Beispiel? Da ist zum Beispiel eine leere Kiste. Wow. Gravitationsfallenfragment. Jackpot. Ich weiß nicht, was die Gravitationsfalle macht, aber wir haben jetzt schon eins von zwei Teilen davon. Hier, die Dinger sind immer kleine Mistdinger, weil da ist einfach oft nichts drin. Und du musst dann ewig suchen. Guck mal, was haben wir denn hier? Ein Bürostuhl! Hallo, jetzt haben wir einen Bürostuhl zu unserem Schreibtisch. Ich meine, wie viel besser kann es werden? Ich habe jetzt wahrscheinlich nicht in jedes Ding reingeguckt. Aber da drüben liegt noch was, was aussieht, als könnte es wenigstens ein bisschen was wert sein. Nö, das ist nur Metallschrott. Ja, nice. Was haben wir hier? Kupfer. Ja. Jetzt sind wir doch wieder am Looten. Goddammit. Egal. Oh, warte, da hinten war noch was. Ist es noch eine Gravitationsfalle? Dann haben wir nämlich eine komplette Gravitationsfalle. Das wäre dann mal was. Hier, wir haben... Oh! Guck mal an. Was kann die Gravitationsfalle? Das gucken wir jetzt. Und zwar... Denkt ihr euch, Ronja? Was bringt dir die Gravitationsfalle?
Verwendet künstliche Gravitation, um leichte Objekte und kleine Tiere anzuziehen. Dafür brauchen wir eine Batterie und Titan. Das können wir bauen, sobald wir wieder zu Hause sind. Aber jetzt machen wir uns auf den Weg zur Aurora. Wir sind halb da. Das heißt, wir gehen jetzt einfach weiter, okay? Okay. Wir müssen, okay. Wo kommen wir denn hier rein? Guck mal, hier ist Land. Guck mal, das sieht doch gut aus. Guck mal an. So. Du kommst aus dem Nix. Okay, pass mal auf. Ich bin jetzt an Land. Ich bin an Land. Leute, ich bin an Land. Was ist das? Metallschrott. Wieso habe ich so viel Metallschrott? Okay, wir sind an Land. Wir haben. Okay, ich höre jetzt auf, den Metallschrott zu sammeln. Das macht keinen Sinn. Wir haben die Seemotte hier gut angelegt. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich in die Aurora reinkomme. Ich glaube, ich muss hier einmal rumfahren. Können wir rennen? Wir sind echt langsam an Land und echt schnell im Wasser. Wir tauchen ohne Probleme irgendwie 100 Meter tief. Obwohl man, wenn man das im Schwimmbad kennt, einfach mal, keine Ahnung, nicht so tief tauchen kann. Okay, nee, das macht gar keinen Sinn. Hier kommen wir nicht rein. Wir müssen einmal rumfahren um die Aurora. So, was ich sagen wollte, ist, der Typ ist ein richtiges Biest. Das ist ein Monster, ja? Der taucht wie so ein Wahnsinniger. Und kommt überall hin. Ich fühle mich auch ein bisschen... Warte mal, was ist denn hier? Oh, das ist doch aber Loot. Also wenn das mal nicht aussieht wie Loot, dann bin ich... Medikit, okay. Um ehrlich zu sein, es beunruhigt mich. Ein wenig. Denn Medikits findet man in Spielen meistens nur an Stellen, wo man auch sterben kann. Wasser. Okay, er will scheinbar wirklich signalisieren, so, yo, hier ist ein gefährlicher Ort, hier kannst du sterben, hier brauchst du Wasser, Medikits und hier verbringst du wahrscheinlich auch einen Moment. Oh, Leute, ich habe echt Angst. Ich habe voll Angst, for real, ich habe richtig Angst. Das ist voll beunruhigend. Das ist jetzt mit auch noch Nacht, warum? Noch ein Medikit, nein, hör doch auf. Okay, pass auf. Okay, pass auf. Es ist dunkel, ja? Wir chillen jetzt hier, okay? Wir chillen jetzt hier, bis es Tag wird. Ist mir egal, ja? Wir bleiben jetzt hier. Und wir warten. Und dann wird Tag werden. Und dann ist alles auf entspannter Basis, ja? Haben wir unser Reparaturwerkzeug eigentlich dabei? Bei unserer Seemotte geht es einfach auch nicht mehr so prächtig. So, und das war's dann auch mit dieser Folge Subnautica. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar. Und, wir sind jetzt auf der Aurora, also hoffe ich mal, alles geht gut. Drückt mir den Daumen. Yay! Falls ihr übrigens die Playlist noch nicht gesehen habt, ich blende sie euch hier selbstverständlich ein. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, abonniert den Kanal und drückt die Notifikationsglocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video live ist. Macht's gut und noch einen schönen Tag. Ciao!